ja Videos, du, auch nicht. Bist du Mitmacher, das ist schön. Ich liebe das, Rass, ich hasse dich. So. Hallo Community, warte mal, drei, oder? Was haben wir jetzt? Nee, jetzt reiß es zusammen. Rassi, zähl runter. Sonst wird's ein Kanon. Zähl runter. Zwei, drei. Hallo Community. Perfekt. Ja, und diesmal zu einer späten Stunde, Freitagabend. Wie spät haben wir es? Naja, fast 19.30 Uhr. Fast alle zu Hause. Nur noch ein paar gute Freunde turnen hier rum. Ja. Also wie ihr sehen könnt, wir versuchen ja gerade so ein bisschen rumzubasteln. Wir zeigen euch noch nicht genau, was wir hier machen. Auf jeden Fall basteln wir da rum. Im Moment klappt es noch nicht, aber wir sind guter Dinge. Aber warum wir eigentlich da sind? Wir drehen uns mal rum. Guckt mal. Die ganzen ISDN-Fahrzeuge für die ganzen Väter. Ja, den kennt er ja, hat man schön vorgestellt, den Wagen. Ist jetzt auch fertig. Hier haben wir für einen weiteren Kunden einen Viersitzer. Da können wir auch gleich ein paar Sachen dazu erzählen. Und hier haben wir unser angekündigtes Langzeitprojekt. Das ist jetzt auch fertig. Wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gemacht, aber der Kunde wollte es so. Der sagt, so reicht's. Okay, dann kriegt das so. Ja, ich würde sagen, wir stellen mal den RZR Pro R Viersitzer mal ein kleines bisschen vor, ja? So, fangen wir an. Also haben wir ja eigentlich euch schon gezeigt, RZR Viersitzer, also RZR Pro R, 2-Liter-Motor, Vierzylinder. Wir haben hier den gigantischen Radsatz drauf gebaut, den haben wir euch ja auch schon gezeigt. Sieht also brutal aus. Wir haben eine richtige Glasscheibe mit Wischer und LED-Lampe verbaut. Meine Lieblingsspiegel, der ein oder andere sagt, naja, nicht so toll, ich finde sie toll. Kotflügelverbreiterungen wurden verbaut, Winde verbaut mit Frontbumper. Ein super schickes Frontgrill hat mein Freund, der hinter der Kamera steht, besorgt, weil gibt es ja nicht einfach so. Ja, ansonsten, an das Fahrzeug kommt noch ein Reserveradhalter dran und ein Reserverad in der gleichen Dimension ist leider noch nicht da, kommt später. Aber wir haben wieder eine Kiste verbaut. Die mussten wir auch wieder ein kleines bisschen abändern. Ihr werdet das sicher nicht sehen, weil die eigentlich zu groß ist. Mussten wir die ein bisschen einkürzen, aber passt super so. Damit jetzt noch der Reserveradträger drauf passt. Ja, Heckbumper haben wir verbaut. Und natürlich unseren supergeilen Auspuff von Evo Powersport. Wollte der Kunde unbedingt haben. Und natürlich auch wieder mit Leistungssteigerung. Ja, Staublicht ist verbaut. Ja, ansonsten, Soundsystem ist alles Serie. Ansonsten ist das Fahrzeug eigentlich Serie. Ich zeige euch jetzt noch mal was, was mich selber fasziniert hat. Wartet mal. Guckt mal, was wir hier machen können. Also unabhängig davon, dass das jetzt hier auch 6-Punkt-Rollgurte sind. Aber das ist jetzt mal wirklich innovativ. Man kann jetzt also schön den Sitz ausbauen. So, und man kann jetzt ganz einfach den hier umklappen und hat jetzt eine ebene Ladefläche. Früher haben wir das immer bauen müssen für Kunden, die einen Hund oder so weiter mitnehmen wollten. Mittlerweile kann das Polaris von Haus aus und macht das sehr gut. Ja, des Weiteren, ich baue das nachher zusammen. Des Weiteren gibt es jetzt hierzu nicht viel zu sagen. Kunde wird es morgen abholen, ich hoffe, er ist zufrieden. So, jetzt gehen wir mal zum dritten Modell. Das ist ja nun wieder ganz anders. Hatte ich ja schon mal so ein kleines bisschen angekündigt. Haben wir jetzt fertig. Ich weiß nicht, ob der Kunde morgen schon kommt oder erst Anfang der Woche. Auf jeden Fall hat das hier ein bisschen länger gedauert. War auch nicht schön, dass es so lange gedauert hat, aber es lag eben einfach daran, dass wir viel selber bauen, konstruieren mussten und Teile nicht bekommen haben. Aber wir fangen mal ganz kurz an. Also Standard Maverick XRS Modell 23 mit elektronischem Fahrwerk, wollte der Kunde so, also sprich mit Smart Shock. Daran ist jetzt erstmal alles so geblieben. Hier gibt es eine Leistungssteigerung, das ist obligatorisch eigentlich bei uns schon. Ansonsten haben wir da gar nicht viel geändert, was die Technik des Antriebsstranges betrifft. Ja, wir haben jetzt hier so ein bisschen umgebaut. Wie man sehen kann, wollte der Kunde gern einen ordentlichen Gepäckträger. Dazu mussten wir das Originaldach entfernen und mussten den ganzen oberen
Käfig, so will ich es mal nennen, verändern. Wir blenden mal ganz kurz Bild ein oder wir gehen mal rein. Ja. Wir haben dann quasi das Dach alles weggenommen. Wir haben diesen runden, sage ich mal, Rahmen, der oben so ein bisschen rundlich ist, den haben wir weggemacht. Haben also quasi alles gerade gemacht. Und haben, wie gesagt, den ganzen Gepäckträger jetzt dafür angefertigt. Wollte der Kunde so mit eingelaserten Can-Am-Logo und natürlich gigantische Lampen, die man natürlich auch, allein schon so sieht das schick aus, ja, ohne dass sie an sind, mit Standlichtringen. Ich meine, man könnte jetzt auch Fernlicht anmachen, allerdings würde man da wahrscheinlich nicht viel sehen. Also wie man sieht, mega hell. Ja, wir haben noch einen Frontbumper verbaut. Eine Winde wollte der Kunde nicht, weil er wahrscheinlich nur in der Stadt fährt. Wir haben eine Frontscheibe mit Wischersystem verbaut. Er wollte Spiegel haben mit integrierten Blinkern. Konnten wir ihm auch erfüllen. Wir mussten das Dach jetzt hier ein bisschen breiter machen, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als würde es nicht passen. Es ist aber deshalb so, weil der Kunde gerne noch diese Türoberteile möchte und die natürlich hier drunter sitzen müssen, da der Regen ja nicht reinlaufen soll. Deshalb haben wir das in dieser Form angepasst. Das funktioniert auch super gut. Wie gesagt, der Halter für die ganzen Scheinwerfer und den ganzen Rahmen, alles Eigenkonstruktion. Genauso wie die Konstruktion für das gigantische Soundsystem. Also wir haben das original Can-Am Soundsystem verbaut. Und weil das nicht reicht, hat der Kunde jetzt noch extra Subwoofer bekommen, auch mit Beleuchtung. Dazu mussten wir die Lichtmaschine größer machen auf 850 Watt. Wir mussten ein zweites Batteriesystem einbauen. Wir mussten alles verkabeln, anschließen, abstimmen, ist ja klar. Wir haben einen Halter konstruiert fürs Reserverad. Das wollte der Kunde auch unbedingt so in dieser Stellung haben. Haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben Staublichter verbaut. Das ging jetzt dann nur noch rechts und links. Also wir haben ein großes quasi eingekürzt. Das haben wir auch gemacht. Ja, wir haben Türunterteile verbaut. Wir haben Kotflügelverbreiterungen verbaut. Ja, und so das ein oder andere Gimmick noch. Wir haben zum Beispiel, das würde ich jetzt mal anmachen. Ich hoffe, man kann es sehen. Tja, absolut krass. So. So, wir haben jetzt verbaut Unterbodenlicht in Blau. Wir haben, wollte Kunde auch haben, wenn wir die Türen aufmachen, haben wir quasi auch Pornobeleuchtung in Blau unter den Sitzen. Wir haben ja sein Soundsystem, das leuchtet jetzt auch, je nachdem, in welchem Takt die Musik nun geht, leuchtet das, blinkt das mit. Wir haben hinten auch blaue Stablichter verbaut. Also eigentlich alles, was der Kunde so wollte, haben wir verwirklicht. Ja, wie ihr seht, machen wir alles, was der Kunde wünscht. Hier ist mein Freund Peter, mein langjähriger Freund, der selber Can-Am fährt, ja, wie man sieht. Ja, und stolz drauf ist. Und auch nicht das erste, sondern ich weiß gar nicht, dritte, vierte, fünfte. Mit dem 800er sind es, glaube ich, die fünfte, ja. Ja, also ist mit uns sehr zufrieden. Ja. Ja, und ich denke, er ist mit uns nicht nur zufrieden, weil wir befreundet sind, sondern weil auch immer gute Arbeit abgeliefert wird, oder? Ja, ich staune wieder mal, was Marco und die ganzen anderen Mitarbeiter, die hier sich wirklich Mühe geben, so ein individuelles Teil bauen können. Man sieht es, also ich finde es mega scharf, den Halter. Hier auch mal nicht einfach zusammengeschweißt, auch mal ein paar ordentliche Verschraubungen dran. Also es ist viel, viel Liebe drin. Wie bei meinem Dach, bei meinen anderen Umbauten, die du ja auch schon mal gezeigt hast, das ist schon... Also kein Gerät von der Stange. Und das ist, glaube ich, bei der Preislage entscheidend, dass man da auch mal was sieht, was man nicht an jeder Ecke hat. Also ich finde das stimmig mit dem Gepäckträger. Super, super schön. Ja, wie wir schon festgestellt haben vorhin, ja, von der Stange kaufen, bestellen, verkaufen, das kann sich ja jeder. Aber individuelle Lösungen, die wir hier machen, das muss man erstmal suchen und finden. Gibt es ja nicht nur teure Sachen. Sag mal, jetzt, wenn man hier so ein, wir können ja mal hingehen, beim Gepäck, einfach oben mal noch einen Tank verbaut, mal mit einem Windestift. Man kann auch mal eine günstige Lösung machen. Man muss nicht immer alles teuer kaufen. Holger kümmert sich da auch, dass man auch mal was Günstiges hat. Man muss jetzt nicht alles individuell sein und teuer. Gibt auch günstige Lösungen. Und nimm mal ein Muster nicht zu Ali oder Wisch oder sonst wo.
man kann da auch mit Heuer sprechen und der findet da auch eine Lösung. Das ist halt das Schöne, dass das auch umgesetzt werden kann. Also, wenn ihr irgendwelche speziellen Umbauten sucht, die euch keiner erfüllen kann, die keiner hinbekommt, ruft uns an, wir machen alles möglich. Also ich bin wirklich dafür bekannt, immer eine Lösung zu finden und das versuche ich eigentlich bei jedem. Also ruft uns an, kommt vorbei, stellt uns auf die Probe, wir versuchen, jedes Problem zu lösen. Wir können den ja mal noch ein bisschen vorziehen, steht ja nicht so in der Bühne. Da könnt ihr wirklich für euch mal entscheiden, was ist denn jetzt nun der geilste Viersitzer? Martin, ja? Setz dich doch mal rein. Komm, dass wir das mal sehen, wie das aussieht. Also wahrscheinlich... Es ist für kleine Leute. Es ja. Für kleine, ja. Für Martin. Also wie wir schon im anderen Video gesagt haben, für relativ kleine Kunden. Danke. Martin, du passt da wirklich rein. Guck mal hier. Na ja. Jetzt Martin, passt. Ja, da hat das also, was gegen. Es ist auf jeden Fall, das ist das Fahrzeug, was wirklich den, ja. den größten Aufriss hatte. Wir haben hier das meiste machen müssen. Allein der Käfig so zu choppen und das alles auf den Kunden anzupassen. Martin ist jetzt nicht der Kunde dafür, weil der richtige Kunde ist noch kleiner. Aber ja, der hat sich sehr gefreut. Ich hatte es ja auch mit zur Messe, ist natürlich gut angekommen. Ja, hier ist jetzt das Fahrzeug, die neueste Generation. Das ist für einen relativ großen Kunden. Der ist jetzt wahrscheinlich auch sehr zufrieden. Ja. Und der X3 ist für einen relativ speziellen Kunden. Und auch der wird sich hoffentlich freuen. Also ihr seht, das Thema Viersitzer, Familie wird bei uns recht groß geschrieben. Ich denke nicht, dass in Deutschland noch irgendeiner sich überhaupt um das Viersitzer-Thema kümmert, war relativ schwierig, relativ teuer. Und ja, mal so ein Viersitzer von der Stange kann man sicherlich irgendwo mal kaufen. Aber diese Umbauten, bin ich mir sicher, werdet ihr nirgends finden. Also das ist jetzt im Vergleich zu dem, was man in den USA natürlich sieht, Kindergeburtstag. Aber man darf nicht vergessen, was wir hier machen und die Wünsche, die wir erfüllen, das ist jetzt schon ein ganz großes Kino, weil so einfach ist das hier nicht darzustellen. Ja? Hier gibt es nichts von der Stange, man kann nicht einfach was bestellen. Hier ist alles Einzelanfertigung und hier muss wirklich alles mühselig zusammen organisiert, konstruiert und gebaut werden. Also ihr seht es ja selber. Ja, bleibt mir nur zu sagen, wenn ihr mir helfen wollt, Daumen hoch, Kanal abonnieren und Kommentare, Kommentare, Kommentare. Dann würde ich sagen, Jungs, bis bald. Hallo. Frau kann man leasen. Ja, die jetzt Fahrzeug nicht, kann man kaufen. Die jetzt nicht verkaufen dürfen, weil... Das lässt du mal schön. Das lässt du mal schön. Also dieser Gepäckträger da, das ist ja mega hammer. Scharf, das passt wie Arsch auf einmal, ja? Oder? Als ob das dafür gemacht ist, ja? Mit den Halterungen. Haben wir ja dafür gemacht. Nein, als ob das dafür gemacht ist. Also wenn da jetzt ein Hersteller sagt, Mensch, das gibt's ein Zubehör. Na, da hat der Marco, da muss der Marco jetzt einmal sagen, der kann's ja, ja. Die Schrauben rein, die sichtbar sind, das sieht wirklich sehr schön aus. Einfach nicht so zugeschweißt, oder? Sieht sehr schön aus. Sehr, sehr schön. Aber massiv ist das schon. Hä? Massiv, das haben wir jetzt zweimal hoch. Also, das ist richtig mal schwer. Im Detail machen wir mal Schraube, sieht, dass nicht nur was verschweißt wurde und so. Es ist schon sehr ordentlich, muss ich sagen. Voll cool. Ist schon schick. Das ist halt das, was bei Heuer so ist. Ja, können Sie alle denn bestellen, können Sie überall. Wenn Sie es individuell haben wollen, müssen Sie sich bei dir melden. Das müsst ihr denen mal erklären auf dem Video. Das ist immer so. Bin ich drauf, ja. So, los geht's.